Die 83. Saison des Miniaturparks Kleinerzgebirge wurde am Gründonnerstag in Oederan eröffnet. Neben den Vereinsmitgliedern war auch Landtagsabgeordneter Steve Ittershagen zur Saisoneröffnung anwesend. Horst Trichelt begrüßte alle Gäste. Zunächst gab es aber einige kritische Worte. Das Kleinerzgebirge ist ein Kulturgut, ist eine kulturhistorische Einrichtung. Und wenn man meint, dass es die einzige Lösung ist, dass dieses Kleinerzgebirge in eine geordnete oder in eine andere Insolvenz gehen soll, dann halte ich das für niederträchtig. Ich halte das für miserabel und schlecht. Das ist dem Kleinerzgebirge unwürdig und das ist dieser Stadt unwürdig. Und wer diese Gedanken verfolgt und Ungeist in unser Leben bringt, der muss das zum Ausdruck bringen, er muss es auch selbst verhandeln. Hier wird seit über 80 Jahren ehrenamtlich fleißig gearbeitet. Wir haben Gesellschaften überstanden. Die Zeit vor dem Krieg, den Nationalsozialismus, die Kriegszeit, die DDR-Zeit. Und heute leben wir in der neuen Zeit. Und jetzt sollen wir insolvent gehen, um dieses Kleinerzgebirge in eine neue Blüte zu führen. Das ist eine Missachtung unserer Arbeit. Eine Missachtung dieses Vereins. Unwürdig. Einfach unwürdig. Und ich kann uns bitte allen nur zurufen, solches Gedankengut aus unserem Leben zu verbannen. Es geht hier darum, etwas zu erhalten, was unsere Altvorderen in die Welt gebracht haben. Mit fleißiger, ehrenamtlicher, freiwilliger Arbeit. 10 Millionen Menschen waren seit 1933 hier. Jährlich leisten wir hier fast um die 8000 Stunden ehrenamtliche Arbeit. Für diese ehrenamtliche Arbeit bedankte er sich bei seinen Vereinsmitgliedern. Im November letzten Jahres wurde ein Spendenaufruf gestartet. Bisher spendeten mehr als 130 Personen. Auf den Spendenaufruf, meine letzte Zahl, die ich kenne, die letzten Tage waren wild, 21.500 Euro. Ein sagenhaftes Ergebnis. Nun wurde die Erweiterung der Parkeisenbahn eingeweiht. Steve Ittershagen fungierte als Lokführer. Nun können die Besucher quer durch das Kleinerzgebirge fahren. Ja, eine tolle Leistung, was hier in den letzten Tagen, Wochen und Monaten hergestellt worden ist. Und ich wünsche dem Team um Horst Trichelt und dem Kleinerzgebirge alles Gute, Gottes Segen, dass es weitergeht, trotz der kritischen Zeit. Zum 9. Male fanden die Wochen der tschechischen Küche im Erzgebirge statt. Es ist eine Veranstaltung des Wirtestammtisches Altenberg-Eising, dem sich über die vielen Jahre auch gastronomische Einrichtungen aus dem gesamten Erzgebirge angeboten haben. Aktuell sind wir 8 Teilnehmer, unter anderem auch das Haus am Kleinerzgebirge. Und wir sind heute mit allen Schülern, also mit allen Praktikanten der Hotelfachschule aus Teplitz hier im Kleinerzgebirge, um die Saison zu eröffnen. Das sind alles junge, motivierte Menschen, die den Beruf eines Kochs und eines Kellners erlernen. Und wir stellen fest, dass sie mit zunehmend besseren Deutschkenntnissen eigentlich das ersetzen, was uns an deutschen Fachkräften aktuell fehlt. Jochen Löbel ist sehr verbunden mit dem Kleinerzgebirge. Mein Hotel steht seit 3 Jahren hier als Modell, also das Hotel Lucksteinhof. Es ist für uns Heimat. Wir offerieren unseren Gästen im Hotel das Kleinerzgebirge in Oederan als Ausflugsziel, als Tagesausflugsziel. Und wir unterstützen vor allen Dingen Herrn Trichelt auch in dem Bestreben, dieses Kleinod des Erzgebirges zu erhalten. Das Osterwochenende nutzten viele Familien mit ihren Kindern, um das Kleinerzgebirge in Oederan zu besuchen.